Jo, guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Herbst-Vlog-Special. Wir fahren zum Heide- und Hansapark. Ja, wir haben die erste Nacht jetzt hier im Heidepark erfolgreich überstanden und sind gerade beim Frühstück. Sind schon mitten dabei hier zu essen. Und ich muss hier einmal kurz... So. Bene ist ja schon lecker am Essen. Timo hat gegessen. Er holt sich wahrscheinlich auch noch was. Und ich habe hier auch noch ein bisschen was. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus, was es hier alles so gibt. Ja, so das übliche Instant-Ei gibt es natürlich auch, ne? Ich glaube, das hast du überall, ne? Ja, das hat man aber überall. Stimmt. Wobei alternativ haben die auch ein frisches Spiegelei. Ja, genau. Ja, wir lassen es uns hier mal schnell gut schmecken. Und dann geht's über die Autobahn zum Hansapark. Denn da geht's ja heute hin. Und dann nehmen wir euch natürlich wieder mit. Also dranbleiben. Also ich bin ja dafür, man sollte dem Ben auch mal ein Lätzchen. Das wird aber nicht so schön. Nee, das ist schön. Das ist schön. Aber mein Bauch ist hier. Aber das ist ja Wumm. Wumm? Wumm. Oder Wumme. Weil ich zieh's auch an. Wumbo. Du bist mir auch so ein Wumm. Nein! Ich krieg ja auf jeden Fall kein Lätzchen. Aber es gibt hier so süße Kinderlätzchen. Im Wumbo. Aber die sind doch nicht so dünn, die sind hinten irgendwie, wie sagt man, nicht pigmentiert. Wie heißt das denn hier? Pigmentiert? Nee, wenn da hier immer so eine extra Schicht drüber ist, wenn es nass wird, damit es nicht direkt kaputt fällt. Dann ist da hinten eine extra Schicht drauf, damit es nicht nass wird. Also ich habe jetzt gerade mal ein paar Cornflakes gekauft. Ich habe gemischt, ich habe ja auch Müsli drin und normale Cornflakes. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Obst drin haben, aber die hatten nur so Melone und sowas und das wollte ich nicht schon mal ein Müsli drin haben. Ich wollte eigentlich so Apfel, Traube und so, aber naja. Dann habe ich ein Pancake geholt, ein bisschen Marmelade und auch ein Kuss. Jetzt lasse ich es nicht schmecken. Ach, guck mal, das sieht doch lecker aus. Timo, was machst du da? Orangensaft. Und? Ja, Orangensaft. Was machst du jetzt hier? Nimmst am besten ein Tuch und machst unten, da tropfst du schon. So? Also was? Also ich habe eine frisch gepressten Orangensaft gemacht. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr hier seid. Dann geht ihr einfach zu der Presse, nehmt euch die Orangen und dann? Und dann? Brust. Achso, du nimmst den Orangen und dann Brust. Du musst nicht irgendwas machen. Nee. Dann presst, also... Du musst ihn wahrscheinlich aufschneiden, ne? Ja, dann so machen, pressen. Dann
Komm, tust du die Orangen? Nee, das dreckige Hände. Hier rein, tust du die dann? Ja. Und dann? Die frischen? Ja, da könnt ihr einfach eine rausnehmen. Dann schneiden wir die auf dem Brett wahrscheinlich. Ja. Ups. Jetzt geht es am besten mal weg, weil der Junge hinter dir möchte wahrscheinlich auch. Ja. Hallo, was machen Sie hier? Ich fahre Auto. Du fährst Auto. Was nimmt er sich denn? Ein Croissant. Ein Croissant? Aha. Sehr interessant, ne? Das Croissant. Ja. Jetzt nehme ich mir noch etwas Erdbeermarmelade. Ah, dann da folgen wir dir aber. Was ist denn hier Erdbeermarmelade? Ich muss mit meinem Riechkolben dann riechen. Also ich würde ja mal sagen, dass das hier die Erdbeermarmelade ist. Das, ist aber das könnte groß. Aber auch die hier sein. Oder die hier? Ja, was oder die hier? Das hier. Aber hier sind so kleine Pünktchen drin. Mhm. Jedenfalls sehr lecker. Timo kam gerade zu mir und hat sich hier auch so ein Ding hervorgemacht. Und da meinst du, das ist Marmelade? Ich so, ja. Und da wollte er so machen. Was? Zeig nochmal ganz genau, so. Wie er machen wollte. Er hatte schon halb einen Mund gehabt. Wo gab es denn die Croissants? Da vorne. Und da habe ich gesagt, ja, das ist anstatt ein kleines Tellerchen. Ach so, wusste ich nicht. Ich glaube, dann hat er es aber schon im Mund gehabt. Oh. Und was wird er sich jetzt nehmen? Ein Bencake. Ein Bencake. Aber fehlt eigentlich Sirup, ne? Hier sollte man eigentlich Sirup hinstellen. Wir sind nicht in Holland, ne? Sirup. Wir sind nicht in Holland. So, aber hier gibt es noch Kompott oder sowas. Was gibt's hier? Kompott? Ist das nicht auch Marmelade? Ich weiß es nicht. Ach, hier hat immer diese Paparazzi. Wolltest du mir jetzt etwa? Ja. Warum? Möchte aber noch was zu trinken. Ah, ich zeige euch den Bacon nochmal eben. Sieht das nicht lecker aus? Lecker. So, wir sind in Sirksdorf angekommen. Das Wetter auf der Autobahn war semi-schön, weil es sehr stark geregnet hat, aber hier geht's gerade. Und ihr seht zwar da halt die Autos stehen, aber es ist wirklich nur das bisschen hier vorne. Dahinter steht nichts mehr. Also, ich denke mal, das böse, fiese Wetter hält die Leute fern und spielt uns in die Karten. Ja? Mein Fingernagel ist gerade abgebrochen. Oh nein! Komm, wir müssen nach Hause. Wir müssen nach Hause. Wir sind ja voll, wir nehmen die Rolltreppe. Ja, der Bender war gerade schon auf dem Weg zur Treppe, die ist da vorne. Und ich laufe gleich genug, ich bin faul. Wir müssen ja irgendwie an unser Gewicht denken. Nicht, dass wir das noch verlieren irgendwo. Wäre dramatisch. Ich habe so viel gefrühstückt, ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen Platz schaffen. Ist das jetzt dein Ernst? Ja, ich glaube, die Achter uns. Ich weiß, ja. Alle Informationen, die es gibt. So, da unten ist ein bisschen Wasserspiel. Und da hinten sieht man schon Kran an. Und doch eine andere Bahn. Die ich nicht weiß, wie heiß. Und ein, Aussichtsturm. Turm. Und eine Biene. Und ein Timo. Es geht aber gerade so von der Kälte her, ne? Würde ich sagen, ist nicht so viel kälter als gestern auch. Sagen wir in Aachen, es muss. Es ist schon Achterbahn. Ich auch. Ich höre Musik. Ich auch. Ich auch. Ja. Wo kommt sie denn? Ich bin da vorne, da ist ein Trommelmann. Ein Trommelman. Kann man uns da vorstellen, tanzen. So, ein Trompetenmann noch da. Da, Achterbahn. Wunderschön. Ja, auch hier nehmen wir jetzt den den längeren Weg und gehen die Rolltreppe runter. Gehen nicht die lange Treppe da runter. Zur Begrüßung der Phantom Arena winken wir jetzt von da oben so rum. Ach, guck mal, die begrüßen sich. Die machen die nur für uns. Guck mal, wie schön. Ach, guck mal, jetzt kommen wir da runter. Oh, guck, kommt mit. Ach, hört mal.
Nur für uns, für Spektakel. Ist das GEMA frei? So, denk ans Winkeln. So ein Krach hier. Captain Frühstück. So, jetzt Kärtchen kaufen und reingehen. Also, wir hören uns gleich. Verkaufen, ihr geht mal direkt rein, ne? Ach ja, da. Scheiße, da müssen wir hin. Kaufen. Also, wir kaufen jetzt Karten, dann gehen wir rein und wir melden uns gleich, wenn wir da sind. Tschö. Und nochmal, hui. So, erster Ride gefahren, erster Ride im Hansa Park bei Nessi. Darum fährt sie gerade. Und ja, so eine kleine Looping-Achterbahn, nur in Beckenbügel bin ich auch noch nicht gefahren. Verstecken hinter Tiger. Der wird immer größer, der Junge. Aber war eigentlich ganz cool die Fahrt, ne? Ein bisschen windig, frisch. Ja. Aber ansonsten war es ganz cool. Soweit. Da wir so. Wir hatten uns ein bisschen vertan. Wir kennen die Coaster ja alle noch gar nicht. Wir waren ja noch nie hier. Und da war so ein kleiner Kindercoaster daneben. Wir wollten mit dem Rasen und Roland fahren, ne? Ja, genau. Wir wollten mit dem Rasen und Roland fahren. Ja, da saßen wir auf Messi. Aber da ist wirklich nichts los. Also da sind ja so ein paar Leute, die hinten anstehen, ein paar Leute, die vorne anstehen. Ansonsten ist alles leer. Und wenn das, oder kommt die Bahn nochmal? Und wenn das hier so bleibt im Park, dann sieht das nach sehr viel Spaß aus heute. Ja, und wir haben ja heute bis 21 Uhr geöffnet, ne? Genau, heute ist ja auch noch so ein Halloween-Event. Man kann auch den Park ab 18 Uhr erst besuchen, dann bezahlt man weniger. Kann dann, ich glaube, es gibt irgendwelche Maces oder irgendwie sowas hier. Und ja, deswegen hat der Park ein bisschen länger auf und wir können dann halt die Achterbahnen auch noch im Dunkeln fahren. Ja! Ja, wie gesagt, auch On-Rides gibt es hier leider nicht, weil der Hansa Park verbietet auch On-Rides hier. Leider, deswegen gibt es hier ein paar Landschaftsaufnahmen, Achterbahnen, Off-Ride-Aufnahmen und sonstigen Kram und Gequatsche von hier an euch da draußen, an den digitalen Empfangsgeräten. Ja. So, und jetzt warten wir hier noch so ein bisschen. Und dann geht's gleich weiter. Also, bis gleich. Warum sagt eigentlich immer bis gleich? Geht's weiter. Sagen wir mal chill. Verblöd. Guck mal, da winkt einer. Kann das sein? Sag mal, ist das nicht dieser komische Lars aus diesem YouTube? Ist das nicht dieser Lars? Wie heißt nochmal? Funfair-Blog, glaube ich. Das ist doch dieser Lars. Wir haben eigentlich zu. Was machen Sie hier? Zuerst mal die Dame. Schönen guten Tag, Eva. Kennen wir uns noch so nicht kennen. Kenno Faust. Hi, alles klar. Alles gut? Ja, mit dir? Richtig hier, das T-Shirt ja, hier, du. Hier. Ist ja unfassbar, ey. Auf die Kacke gehauen, ihr habt ja richtig schönes Wetter mitgebracht, weißt du? Ja. Ich habe ja noch eine Kamera, aber die ist nicht wasserdicht. Ja. Und die habe ich zu Hause gelassen, aber ich habe auch so nur diese GoPro Action Cam mit, weißt du? Ja. Weil die ist ja wasserdicht nicht auch. Ja, richtig. Ne? Seid ihr schon Messi gefahren? Wir sind gerade mit Messi gefahren. Und was sagt ihr? Ja, sehr Scheiße. Cool. Nein! Nee, ist aber sehr cool. Also, weiß nicht, also mit Beckenbügel hatte ich schon so ein bisschen Bedenken. Also, ich habe ja noch nie Beckenbügel mit einem Looping gehabt. Jetzt schon? Nö. Aber auf Kernern. Wie ist auch Beckenbügel? Ja. Da ist nur Beckenbügel, da ist nichts Schulterbügel. Ja, aber es ist aber ein bisschen angenehmer als da wahrscheinlich, ne? Also ein bisschen mehr als da. Ja, also das ist wirklich auch nur so ein kleiner, ne? Und das war's doch schon. Also mehr gibt's da nicht, ne? Also sehr cool. Richtig krass. Ja, also wenn ihr noch nicht erkannt habt, das ist Lars. Wer? Funtime Arena. Heute von der Funtime Arena und morgen wieder von Funfair Blog. Das ist ja unfassbar. Jeden Montag um 19 Uhr. Genau. Sprich morgen. Was eine Art. Eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kirmes. Unfassbar, oder? Und wusstet ihr eigentlich schon, dass die Nina meine kleine Schwester ist? Unfassbar, oder? Wusstet ihr ja schon, ne? Wer ist Nina? Ja. Die Nina. Sollte die auf jeden Fall mal raufgehen. Ne? Genau. Dann schaut euch auch mal die Nina an. Und wir sind im Hansa. Toll, ne? Guck mal, ich hab nur so ein... Guck mal, was ich hab. Geil, oder?
Ist auch gut. Da fehlt das ist ein geiles Stativ, oder? Ich habe sonst nur zu Hause ein großes Stativ, aber das habe ich zu Hause gelassen. Oh. Weil ich dachte, ja, die zweite Kamera, weil die ja nicht wasserdicht ist und ich dachte, es regnet die ganze Zeit, lasse ich die zu Hause und bringe nur diese kleine mit. Besser als nichts, ne? Mensch. Ja. So, wir machen jetzt über den Park unsicher und wir melden uns gleich wieder. Adios. Richtig, adiosso. Guck mal, lustig. Ja, toll. Lars kann noch nicht mal den Strohhalm richtig rein tun. Und ich tue ihn verkehrt rum. Nur so trägt man cool. Oder? Ja, das ist der neue, das neue Szene-Getränk. Du musst den Strohhalm richtig verkehrt rum reindingsen. Das ist krass. Ja. Wenn ich das richtig rum mache, das ist langweilig. Und langweilig ist öde. Guck ja, macht ja jeder. Macht ja jeder. Ja, wie ihr seht, haben wir schon so ein lecker Kakaochen gerade getrunken, weil es noch ein bisschen frisch wurde. Und sind wir schon gefahren, ja, Lassie, wie eben gesagt. Ja, dann sind wir die Wilde Maus gefahren zusammen. Und the Crazy Mine. The Crazy Mine. So, kann er mal jetzt kommen. Geht er wieder, ne? Ihr denn Nessie? Frag ich mal so. Also wir hatten uns ja vertan, wir wollten ja eigentlich auf diese Kinderachterbahn, wie hieß man, wo war eben? Der Rasen der Roland. Der Rasen der Roland. Der Vater von Vanessa. Mit dem müssen wir noch eine Runde. Da wollten wir eigentlich drauf und als wir da drin saßen, haben wir gemerkt, wo sind die da runter? Da ist ja ein Loch. Oh. Also Rasener Roller? Wir haben uns ja gar nicht darauf vorbereitet. Ja? Das wurde die nächste. Aber es war gut. Es war gut, ja. Ja. Schwarzkopf. Und das ist eine Schwarzkopfbahn. Ja. Eine Schwarzkopfbahn. Nostalgie. Das hat er genau in der richtigen Adresse. Sehr schön, sehr schön. Ach, der ist halt meine Ängste. So. Schwarzkopf kannst du sonst nur vom Haar aufwerfen. Ja, natürlich. Die Frisur sitzt. Ja. Seht ihr die grauen Haare? Duft mal wieder Zeit. Achso, mal. Danach. Und dann sind wir was in den Kernern. Kernern, genau. Zweimal hintereinander, weil man gar nicht anstehen musste, ne? Ja. Konnten einfach so durchlatschen. Nein, zweimal hintereinander, weil Biene nochmal wollte, weil Biene vorher Schiss hatte. Und dann kam die erste Reihe für uns direkt und Biene noch mehr Schiss und gefahren und Juhu nochmal. Ja, genau. Weg, erste Fahrt, erste Reihe. Schlägt. Voll cool. Und dann nochmal. Ja, genau. Dann hieß es gleich nochmal. Und ich dachte, okay, das lass mal ein bisschen. nochmal. Ja, haben wir Glück gehabt. Die erste Reihe, das erste Mal. Also ihr, für euch das erste Mal, gleich erste Reihe. Ja, und Team und ich, wir sind dann nochmal und wir konnten dann die letzte Reihe. Erst die letzte. Wir haben auf jeden Fall vergleichen können. Eins, vier. Also ich finde, die letzte Reihe ist ein bisschen, es geht mir ab. Es geht mir ab. Es geht mir ab, Nisha. Da geht's mir ab. Da geht voll ab. Da gibt's mehr super Airtime-Kräfte, oder? Ja, ja. Mega. Mega. Deswegen habe ich auch Superman geschrien. So richtig so. Ja, ja. Tada! Fehlt nur noch das Psycho-Dad! Ja, das muss im Turm sein. Ne? Ja, genau. Dann ist Psycho-Dad und dann fällt's. So, machen wir nachher am besten mal. Ja, genau. Schreiben wir einfach mal. So eine riesige Fratze irgendwie von mir und wie der oben eingepennt, aber und dann fällt so runter. Ja. Ja. Der Funfair-Block-Coaster. Muss ich mit dem Hansa-Pack noch fahren? Das geht bestimmt, wenn schon online sich geht. Ja, aber das geht bestimmt. Ich mach dir die Leinwand dran. Mein Gott. Dich fröstelt an den Beinen. Dich fröstelt an den Beinen und mich hat sich ja. Oh, da war sogar ein Großer. Guck mal, hat auch aufgehört zu regnen. Ja, dann können wir jetzt gleich nochmal los und weiter hier den Park unsicher machen. Wir sind ja gerade in der Westernstadt. Lars, wie heißt die Westernstadt hier? Bonanza City. Bonanza City. Genau. Wir schürfen hier noch ein bisschen weiter und dann. Ich bin dafür, also hier. Ihr wisst ja alle, der Wendler hat Angst vor Schiffsschaukeln. Also der hat keine Angst davor, sondern ihm wird übelst schlecht. Ganz, ganz schlecht vor so einer blöden Schiffsschaukel. Übelst schlecht. Und von so einer blöden Schiffsschaukel. Und hier gibt es eine mit Überschlag. Also ich bin dafür, dass der Wendler drauf geht. Ist bei dir? Ich bin auch dafür, unbedingt. Ja. Ich filme das denn und dann lache ich. Ja, aber er muss zuerst alleine, da hinten ist auch eine. Das ist normal, ja. Ja, dann fahren wir lieber alleine. Das ist die normale, ja.
Ja, das kenne ich. Ich würde auch brechen, glaube ich. Aber dann setzen wir euch zwei da rein und wir fliegen, ne? Boah, ne! Trotzparade in der, wie heißt das Ding überhaupt? Der fliegende Hai. Der böse Hai. Ja. Das ist mir ein bisschen zu böse. Ich habe noch so Regenkronenschuss, kannst du so überziehen. Reicht nicht. Reicht nicht. So eine Ikea-Tüte. So eine riesige Ikea-Tüte zum Kotzen. So kotzresistent. Geil. Ja. Dann steht er um 2 Minuten, weißt du, und den Stromausfall, da bin ich am Arsch. Oh Gott. Ja, okay, ich bin in den Film, machen es anders. Nee, dann können wir hin und dann fährst du eine Runde und wir applaudieren dann. Genau. Ich finde das dann total toll, dass du das gemacht hast. Lupik! Nee, sagen wir mal, wir machen ein extra Programm. 20 Minuten. Jawoll! Jawoll! Nee, wenn wir. Ja, hast du Blut, aber ganz irgendwo anders. Raus. Ja, genau. Und da willst du noch fahren! Nein, wir alle fahren. Nicht. Ja. Wir nehmen das Automatikprogramm raus. Genau. Yeah. Also, ja, wir melden uns später wieder. Schnitt! Und hier gibt es einen Rollercoaster Tycoon Flipper. Habe ich schon ganz, ganz lange nicht mehr gespielt und deswegen wird es mal Zeit. Und deswegen spielen wir jeder hier mal so eine Runde. Wer ist da? Wo bei mir noch mal der Schlagkopf? Irgendwo, genau. Blub. It's time to play Power Ride! And shoot it down the ramp! Warum krieg ich tatsächlich schon 2 Bälle? Ich hab irgendwas richtig gemacht, oh schade. Ach, da war der nicht. Ah, da kommt er wieder. Voll die Lichteffekte, oder? Hast du auch immer keinen Plan, wo du hinschießen musst, bei solchen Sachen? Ja, das war mies. Ah, klar. Aber hast du ja noch einen, oder nicht? Boah, das war's. Weißt du, da war noch ein Freeboard. Ja. Mensch. Der geht voll ab, der ist so hyperaktiv, der jetzt trotzdem. Ja, ne? Oh, schade. Ja, da ist aber 3.815.000, kannst du dich irgendwo einstellen? Ne, geht nicht. Aber du hast doch... Nee. Jetzt der nächste dran. Ja. Der nächste, dann bist du dran. Nee, jetzt bist du dran. Was musst du denn drücken? Du musst auf Start drücken, dann kannst du loslegen. Da. Genau, dann kannst du pass auf, jetzt geht's ab. Ja. Hast du gesehen? Ja. Hab ich gewonnen? Der Ball kommt gar nicht. So. Ah, voll der Profispieler hier. Jetzt geht's ab hier. Scheiße. Ei. Boah, das war so schnell. Das ist zu schnell für mich. Nein! Das war müß. Scheiße. Boah, schon der erste Ball ist schon weg. Wie viele Bälle hat man? 3, ne? 3, ja. Jetzt. Hab gleich gedrückt. So, wo hab ich noch? Ach, noch so weit. Nein. Wahrscheinlich nur 2 Punkte oder so. Scheiße! Nein! Oh! Verfluchte Axt! Scheiße! Ja, läuft super! Wie viele Punkte habe ich? 2? 928.000.
So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Komm mal. Scheiße. Noch ich hab den neuen Rekord geknackt. 14.000. Mensch. Eindruck, ich war Spielende. Also drei Bälle, glaube ich, hat jeder. Drei? Ja, ja. Spielende. Yeah! Das Spiel ist nicht für uns. Ja, wie gesagt, also wie bei den Fahrgeschäften. Zwei, drei Achterbahn und mir schlecht. Hä? Aber war lustig, oder? Ja, das auf jeden Fall. Das hat Spaß gemacht. Also wenn ihr hier mal im Hansapark seid, ne? Ja, war total lustig, ja. Cooler Großer. Cool. Sowas zu Hause haben, ne? Weil das sowas im. Pass mal mit gar nicht in die Wohnung. Im Moment habe ich ja gar nichts mehr von Ben. Das ist ja gar nicht schwer. Geht arbeiten, macht Videos. Was so? Ping, 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 kann man die Lautstärke einleiten? Ich hab nicht. Hallo. Na, auch nochmal hallo. So, jetzt seid ihr auf YouTube irgendwann. Yay. Yay. Das ist der Hansapark. Am Hansapark gibt es auch eine kleine Arcade, aber ohne Ticketspiele. Aber ja, ganz viele Flipper und hier sogar einer von Batman. Und da hinten haben wir Rollercoaster Tycoon. Haben wir ja gerade gespielt, habt ihr gesehen. Ja, hier noch so ein bisschen was, ne? Einfach mal hier. Ich glaube, wir machen mal kein hier wird gespielt draus, aber... Weißt du, halt alte Arcade-Spiele sind, ne? Und hier ja, Münzschieber gibt's auch, wie von der Kirmes. Sag mal, Kirmissen? Kirmissen? Sag mal, bei euch auch Kirmissen? Kirmes? Oder sagt man irgendwie, Volksfest. Rummel. Rummel. Nee, Rummel sagt man in Berlin. Hier sagt man eher so Volksfest. Oder Funfair. Oder Hamburger Dom. Hamburger Dom. Warte, heute ist da lang? Ja, da lang. So, dann gehen wir mal da lang. Ja, ja, die mit Schwein für die Blonde hier. Kriegst du gratis Lollis, ne? Unfassbar, oder? Wahnsinn. Ist wieder ein Grund mehr, eine Jahreskarte zu holen. Wir fahren jetzt Bimmel-Bommel-Bimmel-Bummel-Bammelbahn. Hansa-Park-Express.
Okay. Im Hansapark, dem sein Express. Im Heidepark fahren wir den Hansapark Express. Ja, ja, willst du noch was wissen? Ja, wenn du hier einmal hier stehst. Schreib's einfach in die Kommentare, falls du irgendwas wissen willst. Genau. Unsere Füße haben wir. Oh, oh, guck mal da. Wasser für all. Jo, Wasser. Free Refill. Ja, genau. Muss alles gemacht werden. Wegen dem Platz muss auf jeden Fall ausgeholt werden. So, wir haben die höchste Geschwindigkeit erreicht. Wir machen ja gerade mal so ein bisschen die ruhige Kugel am Schieb-Tum-Tun hier. Muss ja auch mal sein, ne? Ja, muss auch mal sein. Ein bisschen geschmeidig. Wir sind ja erst 21. Von daher müssen wir mal ein bisschen zusammengerechnet. Zusammengerechnet, natürlich. Ja. Deswegen fahren wir hier mit dem Funfair-Block. Mit dem Lars. Ach ja, das hast du gefragt. Ja, mit dem Hansapark-Express. Mit dem Hansapark-Express fahren wir gerade durch den Heidepark. Genau. So lange, also das wäre doch mal was. Ne? Das wäre mal was, ne? Das ist einfach mal so eine schöne Schiene von hier bis da. Ja, stimmt. Das wäre doch mal. Oh, es geht weiter. Was sagst du dazu? Krass, oder? Krass. Aber halt dich bloß fest, sonst. Oh, nicht so schnell, nicht schnell. Weißt du, der Lupin kommt jetzt oder im nächsten Abschnitt? Er kommt gleich im nächsten Abschnitt. Ah, okay, gut. Ah, hier nochmal. Ah, guck mal hier, da. 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 So. Sehr schön. Ich vergesse jedes Mal, wo der anklopft ist. Das geht ja auch so, ne? Ja, also geht euch das auch so? Schreibt mal in die Kommentare. Wo ist der Anklopf? Schreibt mal in die Kommentare, damit ihr auch ein neues Video von uns sehen könnt. Vor allem, ich hab so ein richtig geiles Stativ, oder? Ja, super. Selfmade. Handmade. Da kann ich sagen, Videos handmade. Guckt ihr euch beide drauf, wie ihr filmt. Ich filme euch, wie ihr filmt. Voll aufregend. Es ist Wahnsinn. Ach guck mal, wir haben eine Visitenkarte von Lars bekommen. Oder hab ich jetzt meine EC-Karte gegeben? Na, die Bankkarte wäre mir jetzt lieber gewesen, ne? Was? Die Bankkarte wäre mir jetzt lieber gewesen. So, wer wäre jetzt mit Bild oder was? Hier. Wer macht das so? Oder? Ja, komm, alle mal drauf hier. Komm, alle, wir kriegen hier hin. So, hier von rein, ihr seid nicht so schüchtern. So. Yeah! Soll ich irgendwas sagen? Nein, gar nichts. Ich kann auch. Machen wir noch eins. Ja, okay. Machen wir noch eins zur Sicherheit, falls wir irgendwie schwammig gucken oder so. Auf jeden Fall. Muss ich reingucken. Ja. Perfekt, danke schön. Moment, dafür nicht, du. Hier, Fanta Marina. Hey. Zeig mal euer T-Shirt. Warum? Wenn du hier willst, ey. Mach dich mal nackig. Der Ben macht dich nackig. Die kommen aus Aachen. Ja, mir ist kalt. Extra, genau. Ja. Wir waren auch sowas mit Freizeitpark. Ja, wir auch sowas. Ja, natürlich. Noch nicht so. Kennt ihr die? Ja. Bino und Ben. Ja, wir haben, was ich auch nicht wusste, wir haben sogar einen Flipper mit Rollercoaster Tycoon. Ja. Super, oder? Wusstet ihr ja nicht, dass Lina meine kleine Schwester ist? Unfassbar. Seid ihr jetzt ganz nach ihrem Film oder was? Ja. Ich das ist ganz wertvoll. Und ich war noch nicht im Hansapark, deswegen. Du warst noch nie im Hansapark? Ja, ich musste. Ja, hier auch nicht. Erst um 800 Kilometer fahren, das hab ich auch nicht. Was macht ihr denn so bei YouTube?
Genau, was habt ihr? Erzähl mal. Ja, so ein Mischmaschzeug. Ne? Also manchmal mache ich solche Videos, wo ich alles hate und manchmal, wo ich ganz einfach meine Meinung Nein, also ich mache Slow-Motion-Zeug, halt solche Laber-Videos, halt nicht im klassischen Style und ich bin vor allem halt durch diese Flugheim Hate, Taron, Ausrast-Videos bekannt. Ach, du bist das! Dann sag doch mal schnell deinen Namen, dann verlinken wir dich unten in den Kommentaren. Ja, genau. Ich bin HuiaTV, gib mir Fame und abonniert mich. Danke. Das ist sogar gratis. Gratis. Wahnsinn. Gratis, genau. Grüße! Ja, wir sind ja noch ein bisschen durch den Park geschlendert und der... Tolles Stativ. Toll, ne? Noch besser als deins. Noch besser als meins. Ja, so ein bisschen randommäßig. Ja, wir sind noch ein bisschen durch den Park geschlendert, der... Wollen wir uns noch zur Glocke drehen vielleicht? Weil die Biene lässt nämlich gerade ihre Glocke läuten. Glocke? Glocke. Eine Glocke. Ja. Also... Na, komm. Das kommt dann der Markus wieder und sagt, oh Ben, ey. Ja, genau. Oh, oh Mensch. Schöne Grüße. Hallo. Hallo. Ja, und hier dieses Feuer. Na. Ja, genau. Ja, wir haben gerade noch ein paar YouTuber getroffen, deren Namen ich mit der scheiß Biene. Wespe. Biene ist da drauf. Lustig. das Namen, diesen Kanalnamen, ich gar nicht weiß. Von wem? Achso, die von vorhin getroffen? Hab ich auch wieder vergessen. Ne? Visitenkarten. Da haben wir jetzt immer wieder Visitenkarten. Genau, es waren auf jeden Fall jemand aus Kleve, aus Kiel und. Irgendwo aus eurer. Kleve, das war Kleve, eure Ecke, ja. Kiel und noch irgendwo. Nochmal Kiel, glaube ich. Ja. Ja, viele Grüße. Ja. Wir wissen noch, wie ihr aussieht, aber kann einer mal. Schreibt es einfach in die Kommentare. Genau, dann können wir euch auch nochmal verlinken. Genau. Genau. Und ansonsten, ja, wir fahren jetzt noch ein bisschen Kern an, ne? Und noch hier und da mal so ein bisschen. Und gleich fängt ja auch an die, wie hieß es nochmal? Zeit der Schattenwesen. Die Zeit der Schattenwesen. Heute Abend hier live im Hansapark. Das ist da direkt hinter der Glocke. Ist ja, so ein Irrgarten. Kann man vielleicht mal, das sieht man genau. Nicht so ganz, aber da hinten, da. Genau. Ne? Da sind dann irgendwelche Grus. Wir verstecken uns da den ganzen Abend. Die haben uns gebucht. Ja, genau. Tag, und du bist? Warte, Marina! Genau! Oder ich, Bäh! Ich stehe da irgendwo in der Ecke so. Na, Kleine! Genau. Und ich dachte, hier ist der Ausgang. Genau. Und ich hier im Eingang, hier rein bitte. Hier rein, bitte. Ja, genau!
Gott. Ja, 2 Euro Stundenlohn. Können wir uns gleich noch einen Crepe leisten, ne? Stimmt, aber mit Nuss-Nougat-Creme. Ja, voll mit cool. Am besten mit Crepe, mit Nuss-Nougat-Creme, 5 Kilo haben die mir drauf geschmiert, war nett gemeint, aber ein bisschen viel. Ich habe mich voll eingesaut, unfassbar, oder? Da habe ich ja noch 5 Servietten von euch bekommen, weil ich habe wieder gekleckert. Der Lars, ne? Ja, kann sich nicht benehmen. Nee, aber muss sein, so ein Crepe mit Nuss-Nougat. Ist Standardessen hier. Also für mich jetzt. Leckerchen, also. Leckerchen. Oh, Leckerchen, da kommen Leckerchen, da kommen Sie, die Leckerchen. Leckerchen. Leckerchen, na? Ist na? Das schlecht, nö. Ihr seid Livestream, aber das wisst ihr, ne? Wir waren ja mit Hintergrund auf der Glocke. Wir haben ganz viele... Gemaces? Gemaces im Feld gesehen. Gemaces? Gemaces im Feld? Gemaces, so Häuser. Die Mehrzahl von Maces. Die Maxen. Oder Gemeistes wahrscheinlich. Gemeistes, genau. Hat das schon und war gut? Mhm. Resümee, ja? Oder langweilig? Ja, kalt. Kalt, echt? Ich will sogar ein bisschen hochrufen. Aber nicht schlecht, oder was? Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Also auch so nicht schlecht. So, gut. Also die wird überhaupt gar nicht schlecht aus. Es ist nichts Spektakuläres, ne? Aber... Okay. Abgehakt. Also ja. Ist ja, ja zwar kein Count, aber... Ja. Obwohl doch ein Rundfahrgeschäft-Count. Gibt's sowas eigentlich? Sollte man mal ein Count für Rundfahrgeschäfte? Ich führe ab sofort jetzt Rundfahrgeschäfte ein. Nähere Infos demnächst auf Funtime Arena. Also abonnieren, gratis und liken, sharen und was... Also. Was machen wir alles, noch? Was ihr machen könnt, könnt ihr machen. Daumen da lassen und hast sie nicht gesehen. Genau. Ne? Wir können jetzt aber auch gerne was Leckeres kochen. Was? Ja. Schickt uns was. Schickt uns was zu essen. An die DHL-Packstation. Genau, schickt uns was zu essen. Wir sind so arm, wir haben keine Kohlen. Und was war das denn eben? Achso. Wir müssen das ganze Geld für die Freizeitparks ausgeben. Ja, alles so. Wir kriegen ja nichts geschenkt. Wer schenkt ja keiner? Mir schenkt ja keiner was. Ist einfach, wir sind einfach zu klein. Also als Kanäle. Das ist ja jetzt schon schlecht. Stimmt. Unfassbar. Mensch. Ja, wollen wir nochmal eine Runde oder sollen wir erst noch was anderes tun? Gerne, ne? Gerne, oder, ja. Oder bevor die. Wie spät ist denn das überhaupt? Kann ich mal auf die. Warte, ich hol's mal. Ist, hallo. Ich hol mal gerade kurz. 17.28 Uhr. Ah, okay. Ja, okay. Ja, wackelt gerade ein bisschen, glaube ich. Looping. Ja, können wir dann nochmal eine Runde, ne? Ja, können wir nochmal eine Runde chillen. Ja, ist uns am Grill. Hier gibt's Glühwein. Oh, guck mal, Glühwein. Echt? Oh, guck mal, die haben auch hier mit Eierlikör, Punsch, Eierpunsch. Oh, Leute, ohne Scheiß. Ja, Leute, wir lassen uns jetzt hier mal den kleinen Weihnachtsmarkt schmecken. Bevor wir dann. Ist das hier ein Weihnachtsmarkt? Obwohl, ich hole mir, glaube ich, auch irgendwas. Lecker. Ja, lecker. Machen wir noch, ne? Ja, machen wir, ne? Dann, wir lassen es richtig gut gehen heute. Genau. Haben wir eine Bonuskarte? Nehmen die hier auch Paypal-Karten? Bestimmt. Mal alles. Die wahrscheinlich auch unsere Abonnenten. Ich zahle 100 Abonnenten ein Getränk. Oder? Ganz wichtig, der Amazon-Link. Ist aber echt hier so ein bisschen, ne? Hat jetzt nicht so viel Sinn eigentlich. Aber ich also ich habe gedacht, das würden die hier so Lachs grillen oder sowas. Oh. Ja, hier so Flammlachs. Flammlachs. Da steht hier alle mit Lachs. Du Lauch und du Lachs. Du bist ein Lachs, du. Ja? Ach, genau. Guck mal da. Ach, jetzt ha? Bist du online. Oh, jetzt bist du sogar auf einem Kanal. Unfassbar, ey. Ja, die treuesten Lars, Fans. Lars Fan, genau. Ja, Mensch. Da weiß mehr als ich. Ja, das ist echt Wahnsinn, was er erst über Chemis-Attraktionen weiß. Haben nämlich eben schon in der Q-Line getroffen und ist ein ganz großer Fan von Lars. Ja. Ne? Genau. Und deswegen, er weiß wirklich ganz viel. Würde es noch Wetten, das geben, er wäre ein guter Kandidat, würde ich mal sagen. Ja, definitiv. So, ja, dann wir trinken jetzt mal was und wir melden uns später wieder. Ja, wisst ihr, wer es ist? Ich melde mich. Ich bis nachher. Tschüss. Die
ihr Lieben da drinnen, da draußen, wir hier. Wir sind mehr geworden, wie ihr gesehen habt. Da hinten, meine Achterbahnwelt, Nathalie und Matthias und Matthias sind dazugestoßen. Haben wir ja spontan im Park getroffen. Ein großes YouTuber-Fest heute hier, ne? Ein YouTube-Family-Treffen, ja. Der Achterbahn-Fans. Und ja, wir waren jetzt gerade nochmal so ein paar Achterbahn fahren in der Zwischenzeit und haben danach noch die Maze besucht. Wir als Maze-Angsthasen haben uns dann da auch reingetraut. War eine Maze-Light, würde ich sagen. Ne? Ja, ja. Also für kann dich man wahrscheinlich die Maze voll und für mich und für die anderen eine Maze-Light. Ja, ja, genau. Das war gar nicht so schlimm. So und ja, war eigentlich ganz nett. 90 Minuten, nee, 60 Minuten haben angestanden, ne? 90 Minuten, ne? Ja. 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 Mit Krepp. Wird aber langsam kalt, wie man hier so sieht. Ne? Ich weiß nicht, ob man es sieht. Der Park ist eigentlich schon zu, wir sind immer noch drin. Machen genau, wir machen hier noch ein paar Videos die ganze Nacht lang und dann gucken wir mal. Alles, ne? sparen wir uns einen Eintritt morgen, kann man direkt hier bleiben. Genau. Nathalie und Matthias verlinke ich euch hier auf dem Kanal, natürlich unten in der Videobeschreibung oder auch hier in der Infobox. Buchse. Buchse. In der Infobuchse. Um rechts. Meine Achterbahnwelt. Auf jeden Fall auch einen Kanal zum empfehlen. Also auf jeden Fall mal. Ich falle hier schon fast. Mal schauen, mein Arm fällt gleich ab. Ja, wir wollten uns hier noch mal kurz melden. Vielleicht gibt es gleich noch mal kurz einen Take. Ansonsten war es das hier aus dem Heidepark. Hansapark schon wieder, meine Güte. Mensch, ganz groß Hansapark. Wir melden uns aus dem Heidepark, weißt du? Das ist auch unfassbar. Ja, nochmal vielen Dank auch für den schönen Tag. Ne? Ich habe zu danken. Gezeigt, sehr cool. Der Guide, ne? Der Guide. Lars, der Guide. Du musst ja selber noch fragen, wo ist denn was? War ein schöner Tag, auch super, dass wir euch mal treffen konnten. Das ist ja glaube ich, eine sehr seltene Einheit, dass wir euch irgendwie so. Wurde ja auch mal Zeit. Wohl mal Zeit. Wir werden genau. Ansonsten, Sub für Sub. Geht das schon wieder los? Oh, no. Nehmen wir nicht an. So. Wir abonnieren nur Kanäle, die wir auch schön mögen. Finden und mögen. So. Funfair Block gehört ab heute nicht mehr dazu. Der abonniert den Scheiß. Genau. Und nicht, wird irgendwann geschlossen. Ja, ich scheiß drauf. Ne? Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Soll ich noch irgendwas sagen? Nee. Sag noch was. Sag doch was. Ja. Sag doch was. Hallo, grüß dich. Ich grüße meinen Vater, ich grüße meine Tante Jutta und ich grüße alle, die mich kennen. Ich hab euch lieb. Naja, vielleicht. Man weiß es nicht, oder? Wusste ich eigentlich, dass Nina meine kleine Schwester ist? Ja, war nett hier. Habt ihr noch eine Bock, eine Runde Autoscooter zu fahren? Illegal. Illegal? Ja. Oder? Ja. Müsst ihr euch alle so anfassen, dann müssen wir in der Reihe reingehen. Ihr dürft nicht loslassen. Das ist bei. Ja, krass.